Ja, hallo zusammen. Es ist mal wieder Sonntag und heute sitze ich leider alleine ohne den Frank, da ich heute die 8 Essentials eines Sales Managers präsentieren darf. Also, die Nummer 1. Klar, hätte man natürlich ahnen können, bei mir Nummer 1 ist natürlich der Espresso. Wie jeden Sonntag trinke ich einen Espresso und aber nicht nur jeden Sonntag, eigentlich jeden Tag. Man muss dazu sagen, wenn man den ganzen Tag im Büro sitzt und für Italiener arbeitet, dann muss man einen Espresso trinken. Und für diejenigen, die immer fragen, was trinkt der eigentlich? Ich habe es mal mitgebracht, Kaffee Caramello, also keinen normalen Espresso, sondern mit Karamellgeschmack, schmeckt sensationell, kann ich sehr empfehlen. Mein Handy. Jeder, der mich kennt, weiß, ohne mein Handy geht gar nichts. In meinem Handy sind alle meine Kontakte und Kontakte ist alles. Man muss dazu sagen, ich bin gar nicht so ein großer App-Typ. Ich habe gar nicht viele Apps hier drauf, aber mein Handy ist heilig und ja, und durch die ganzen Kontakte mache ich natürlich meine Geschäfte. Also Handy 24/7 bei mir. Jeder, der mich kennt, weiß, ich kriege einen Anfall, wenn ich nicht weiß, wo mein Handy ist. Also mein Essential Nummer 2, mein Handy. Ja, vielleicht kennt ihr den. Das ist ein Mont Blanc. Jeder Verkäufer hat eigentlich einen Mont Blanc zum Unterschreiben von Verträgen. Das ist aber kein normaler Mont Blanc, sondern es ist ein limitierter Ferrari Mont Blanc. Und was ganz witzig ist, ist, hier steht drauf: You cannot describe passion, you can only live it. Und gerade das, you cannot describe it, aber das ist ein Kuli, mit dem man ja Sachen aufschreibt. Aber selbst hier steht drauf, man kann Passion nur leben. Und das tue ich natürlich mit der Marke Ferrari. Und ja, mein richtig gebrandetes Ferrari Essential ist mein Kugelschreiber. Jetzt müsst ihr vielleicht schmunzeln, ich musste auch lachen, aber ich trage eigentlich mein Leben lang schon sehr lange Haare und ohne mein Gel kann ich nicht aus dem Haus gehen, dann sehe ich aus wie der Joker. Also immer mein Haargel, also ich habe ja schon ein paar Kommentare gekriegt, was trägt der für Gel? Got to be Kleber, das ist mein Essential. Sind meine Summer Walks von Loro Piana. Ich bin ein Riesenfan von dieser Marke. Und ja, manche sagen, das wäre eine Marke ab 70. Jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich sehr, sehr auf Schuhe achte. Schuhe machen Menschen. Und ja, ich trage die Summer Walks nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter. Und am liebsten natürlich ohne Strümpfe, ist ja klar. Aber ich habe die in sämtlichen Farben. Ich glaube, es gibt keinen, der so viele von denen hat wie ich. Und ich habe Materialien, unterschiedlichste Materialien, Farben und alles. Also meistens sieht man mich mit diesen Schuhen an. Also ich glaube, heute, ja, heute habe ich sie auch an. Klingt vielleicht ein bisschen langweilig, weil es ein Schlüsselanhänger ist, aber es ist kein einfacher Schlüsselanhänger, denn das ist ein Schlüsselanhänger von Ferrari. Meines ersten gebrauchten Ferraris. Also mein erster Ferrari, den ich verkauft habe, war ein gebrauchter 430 im Jahr 2009. Und da habe ich mir einfach den Schlüsselanhänger abgemacht und habe dem neuen Kunden einen neuen mitgegeben. Und das ist, den habe ich mein Leben lang immer aufbewahrt und habe gesagt, den muss ich behalten. Denn, wie gesagt, das ist der Schlüsselanhänger meines ersten Ferraris, den ich verkauft habe. Auch wieder was, was mir wahrscheinlich keiner zugetraut hätte. Ich bin ja ein großer Uhrenfan, Uhrensammler und trage sehr, sehr gerne Uhren. Aber ja, warum halte ich jetzt eine Plastikuhr in der Hand? Denn das ist meine Laufuhr. Ich finde es immer, ja, teilweise habe ich das Probleme mit gewisse Uhren zu tragen, weil es ja auch mal dem einen oder anderen irgendwie komisch ausschaut, wenn er eine teure Uhr trägt. Ich habe viele Uhren und schöne Uhren und kenne mich auch sehr gut aus. Aber das ist meine Garmin-Laufuhr und da ich sehr, sehr viel laufen gehe und auch dann immer mit Pulsmesser und so weiter, immer mit meiner Garmin-Laufuhr. Also wer mit mir mal laufen gehen will am Rhein, der sollte allerdings
sich schnelle, flinke Schuhe einpacken, weil ich bin sehr schnell unterwegs. Ist mein Zweireiher. Also ich trage immer Kragen und ich trage auch immer einen Blazer. Also 6 Tage die Woche, am Sonntag meistens nicht. Und zum Laufen trage ich auch keinen Blazer, aber sonst sieht man mich immer mit Blazer oder Jackett. Und am liebsten trage ich 2 Reiher. Ich trage nicht nur 2 Reiher, aber am liebsten 2 Reiher. So wie heute auch habe ich einen 2 Reiher an und ich habe euch diesen 2 Reiher mitgebracht, weil ich den einfach unheimlich gerne trage und zeige, wie gesagt, das ist ein 2 Reiher, weil er eben diese 2 Reihen hat. Macht einen immer sehr schlank, muss ich sagen. Ja, das war mein Essential Nummer 8 und das letzte Essential. Bitte lasst ein Like hier und ich freue mich sehr auf euren Besuch wieder nächsten Sonntag. Hey, der ist nicht alleine. Ich bin auch da.